Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Reaction auf Cake TV Uncut. Heute habe ich mir auf jeden Fall kulturelle Unterstützung geholt, und zwar mit dem Twistmaster, Twizzity Twist, Twistfish, Kawaxi, Dankeschön für den verschenkten Sub. Wir reagieren heute auf das neue Video von Marcellus Wallace. Die Bewertung ist auf jeden Fall schon top, also ich glaube, der hat mich auf jeden Fall sehr hops genommen. Und ja, wolltest du was sagen zum Anfang schon? Nee, ich bedanke mich für die Redezeit, die ich in diesem Stream erhalten werde, und freue mich. Ich bin giftig, aber gut gelaunt. Ja. Gut, also, was ich auf jeden Fall dazu sage, ist, dass der sich traut, Rezo überhaupt ans Anfang von dem Video zu schneiden, ist wirklich schon peinlich. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Marcellus Wallace Video. Heute geht es um meine Herzen. Der ist seit dem letzten Video irgendwie um 10 Jahre gealtert, oder? Bruder, direkt anhalten. Wally, warum renne ich für dich zum Barbier? Mach mein Bart schickimicki. So, und du kommst hier auf Gandalf Hartz IV Niveau. Willst du mich verarschen? Das ist dein Freund. Und Body Shaste. Geht gleich los. Tim Held, aka Kuglein TV, den wir ab sofort nur noch Tim nennen werden. Einfach, weil ich es will. Weil ich es besser finde. Weil es persönlicher ist. Endlich, nach all der Zeit. Cringe. Und dieser Tim. Richtiges Sexvideo. Weil ich es will. Weil ich es will. Wovon 99% aller normalen Menschen Folgendes sagen. Tim muss weg. Während Tim dann vielmehr sich wie ein Opfer darstellt. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Die Einstellungen sind schon eher unangenehm gewählt, auf jeden Fall. Warum? 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 Liegestützen? Warum? Nee, da hat sich ein Pisse gelegt. Kennst du das Original nicht? Hat mal wieder sein Lieblingsthema ausgepackt, nämlich Feminismus. Anfangen tut das Ganze natürlich mit folgendem Thema. Und wenn du hier in Deutschland wohnst, dann ist es ja das böse Patriarchat. Was? Nicht nur in Deutschland. Ich denke, hier auf der Erde herrscht ein Patriarchat. Auch wenn wir in Deutschland mega auf Krampf privilegierter sind wie in dritten Weltländern oder anderen, bedeutet das nicht, dass wir frei vom Patriarchat sind. Ja, ja. Bis jetzt hatte er einen sehr hohen Anteil an diesem Video. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Natürlich gibt es das Patriarchat, was auch sonst. Der Begriff beschreibt das Phänomen, dass die Welt von Männern regiert wird und Frauen systematisch aufgrund dessen in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Dass das kompletter Schwachsinn ist, sollte man eigentlich selber drauf kommen, denn dann gäbe es ja wahrscheinlich keinen einzigen Bereich, wo Männer auch nur ein kleines bisschen benachteiligt werden. Beschreibt also das Phänomen von einer Welt, die von Männern regiert wird und Frauen systematisch unterdrückt. Deswegen kann man im Umkehrschluss sagen, weil es Teilbereiche gibt, wo laut Tim Männer unterdrückt werden quasi und benachteiligt sind, kann das... Digga, diese Tonqualität, ne? Kannst du das bitte fixen? Hast du ein Rauschen? Nein, lass mal. Ich will mich nur ein bisschen lauter. Ihr seid dafür, also bin ich dagegen. Ich bin dagegen. Hä, aber es macht doch gar keinen Sinn, wenn es jetzt das Patriarchat gibt, also Männer unterdrücken systematisch Frauen, warum sollten sich Männer denn dann selber unterdrücken? Also der Fakt, dass auch Männer benachteiligt werden in unserer Gesellschaft in einigen Punkten, zeigt ja eigentlich, dass es das Patriarchat eben nicht gibt, weil sonst ja Männer einfach nicht benachteiligt werden würden. Warum sollte man, wenn das Geschlecht den Leuten so wichtig ist in der Regierung, warum sollte man dann Männer benachteiligen in welchen Punkten? Das macht gar keinen Sinn. Und lass diese Einschnitte wirklich, das triggert, ey. Aber so wie wir doch den super krassen Kanalzerstörer Tim kennen, hat der doch bestimmt super krasse... Digga, er guckt nicht mal in die Kamera, das triggert mich. Der guckt in dieses Bildschirm, in das Bildschirm nebenbei. Das sieht man voll, er guckt an der Kamera vorbei, das triggert mich mega, Alter. Marcel, lass das. Beweise, Belege, Quellen, Links, irgendwas, was seine Argumentation stützt oder nicht. Hat doch bestimmt irgendwas Geiles mitgebracht. Aber das ist zum Beispiel in der Schule der Fall, bei der Frauenquote oder auch beim Thema Sorgerecht. Seine Argumente, um zu sagen, Männer sind benachteiligt. Deswegen gibt es das Patriarchat. Die sind also Schule. Was das mit Männern zu tun hat, muss ich mir auch nochmal erklären. Sorgerecht. Naja, wie, was hat das mit Männern zu tun? Also es gibt genug Studien, die zeigen, dass Mädchen in der Schule deutlich erfolgreicher sind, dass es Mädchen deutlich leichter haben als Jungs, alleine schon deswegen, weil die Kompetenzen, die in der Schule gelehrt werden, die in der Schule gebraucht werden, eher welche sind, die auf Mädchen zu treffen. Ja, und Sorgerecht ist... Die Frauenquote. Er sagt tatsächlich, die Frauenquote ist dazu da, um Männer zu benachteiligen. Hast du das gehört? Och Gott, Digga, diese Einschnitte, ne? Ja gut, ich glaube, also Sorge, mal gucken, ich warte erstmal, ob er noch ein Argument bringt. Boah, das kannst du dir nicht ausdenken, ey. Richtig geil. Okay, gucken wir uns mal die Scheiße an, die er hier verlinkt hat. Fangen wir doch mal mit dem ersten Beispiel an. Ja, also dazu auf jeden Fall erstmal, Sorgerecht sollte halt auch klar sein, dass Männer da benachteiligt werden. Es gab sogar mal eine Studie, das habe ich auch in einem Video gezeigt gehabt, also so im Auftrag von irgendeinem Bundesamt auf jeden Fall. Die wurde einfach zurückgehalten, weil da rauskam, dass es halt irgendwie wichtig ist, dass...
Also dass Väter und Mütter gleich an der Erziehung quasi teilnehmen und dass man sich quasi dafür einsetzen sollte, dass es halt auch bei Alleinziehenden halt, dass man Väter mehr da unterstützt quasi. Und das wurde einfach zurückgehalten, war halt nicht das Ergebnis, was die haben wollten. Da gab es auch richtig krasse Kritik für, müsste ich aber nochmal raussuchen. Und ja, dass Frauenquote Männer benachteiligt, ist halt klar. So, wenn du halt, wenn du jemanden einstellst, nicht aufgrund der Qualifikation, sondern weil du eine Frau bist, weil man dich als Quote braucht, dann wurde der Mann benachteiligt, der da nicht eingestellt worden ist. Also ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt, um ehrlich zu sein. Lang Schule, das ist ein Google-Link, der uns zum Südwestdeutschen Rundfunk führt. Und zwar Südwestrundfunk 2. Dort geht es, wie er gesagt hat, um Schule und dass Jungs da nicht so wirklich mitkommen. Wenn er mehr als den ersten Satz bei der Google-Suche gelesen hätte, wäre ihm aufgefallen, dass dieser Bericht im Grunde genommen viel mehr aussagt, als das, was er hier preisgibt. Denn dann würde das nämlich nicht mehr zu seiner Argumentation passen. Ich gehe davon aus, dass er ausschließlich diesen ersten Satz bei Google-Suche gelesen hat und gesagt hat, ja, das passt ja so einigermaßen rein, also nehme ich das. Hätte er aber den Text und das gesamte Video gesehen, das ist nämlich ein Text und ein Video, dann hätte er gesehen, dass es da viel mehr darum geht, dass das Schulsystem generell nicht dazu gemacht ist, auf bestimmte Bedürfnisse von Kindern einzugehen, unter anderem auch Mädchen, die zum Beispiel auch ADHS diagnostiziert sein können. Das sagt er natürlich nicht. Er sagt auch nicht. Es ist doch trotzdem so, dass Jungs mehr Nachteile haben. Tatsächlich habe ich auch schon im anderen Video gesagt, dass ich die Quelle auch gar nicht benutzt habe. Die habe ich gar nicht gelesen. Die habe ich wirklich nur für die Überschrift genommen, weil die anderen Sachen, die ich halt gelesen habe, da weiß ich nicht. Es gibt aber auch ein Video von Tamara Werndi dazu. Also guck dir doch einfach das an. Da wird auch sehr gut aufgezeigt, dass Jungs in der Schule benachteiligt werden. Dann nimm doch einfach das als Quelle. Auch immer, wenn man eine spezielle Sache, die er jetzt gerade dann herausgefunden hat, nicht gesagt hat, ist ja nicht das, was man gesagt hat, vielleicht fehlerhaft. Ja. Dass hier von Grundschülern gesprochen wird, also 1. bis 4. Klasse. Und dass das Schulsystem, gerade bei Jungs, die nicht stillsitzen können und den Zappelphilipp machen sozusagen, dass davon mindestens... Ja, gut geschnitten auf jeden Fall. Das hätte man nicht nach unten machen können, damit dein Gesicht nicht verdeckt ist oder in einem Hintergrund oder so. Die Hälfte, wenn nicht sogar 3/4, ADHS diagnostiziert sind und dementsprechend das normale Schulsystem nicht dazu geeignet ist, um diese Kinder zu beschulen. Das sagt er auch nicht. Warum nicht? Weil es darum nicht geht. Aber dein Chat ist zu lustig. Was denn? Die Musik passt nicht dazu. Wie heißt der Rentner? Dann würde es ja zu seiner Argumentation nicht mehr passen, dass das eine Benachteiligung von Männern wäre. Jetzt muss er mir aber nochmal den Sprung von Grundschülern, die noch heranwachsen, wie hat das denn mit dem Patriarchat zu tun? Er sprach doch gerade in seiner eigenen Definition, die er vorgelesen hat. Es wäre ein Phänomen, wo Männer die Welt regieren und Frauen systematisch unterdrückt werden. Betrifft das jetzt auch Grundschüler neuerdings? Mal ganz davon abgesehen, hast du nicht in dem zweiten Daphne-Video, also von deiner Antwort zu ihrem Video, hast du nicht gesagt, dass man da keine subjektiven Reportagen und Journalisten reinnehmen soll? Die wissenschaftliche Faktenlage, auf die sie sich hier bezieht, sind drei Artikel. Ja, also erstmal auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, gibt es auch noch andere Videos. Dass jetzt in diesem Beispiel, dass es um Grundschüler ging, heißt doch nicht, dass jetzt nur in der Grundschule irgendwelche Benachteiligungen oder sowas sind, was eigentlich auch klar sein sollte. Der Punkt ist also auch einfach völlig dumm, wie gesagt. Ich kann euch das auch gerne einfach mal hier kurz zeigen von Tamara Werndi, dann kannst du das gerne als Quelle nehmen. Tamara Werndi Schule. So, So, hier, da gibt es auch ganz viele Dings, wo man im Video hat sie auch viele Quellen, Berichte und so weiter gezeigt. Das können wir liken, dass Jungs im Bildungssystem benachteiligt werden. Nur mal so nebenbei, dass wir drüber gesprochen haben. Artikel, ja, die irgendwelche Journalisten geschrieben haben. Das ist keine Studie oder wissenschaftliche... Das Geile ist halt auch zum Punkt Patriarchat. Wenn es für dich existiert, dann beweis es mir doch einfach. So, er sagt jetzt nur, ja, meine Argumente sind halt dumm, aber du hast noch nicht ein Argument dafür gebracht, dass es wirklich existiert. Also, weil du meine Argumente schlecht fandest, besteht das jetzt einfach oder was? So, dann beweis es uns doch, Digga. Dann zeig doch jetzt einfach mal, wo ist das Patriarchat? Ist es gerade bei uns in diesem Raum? Ja, aber da war halt irgendein Journalist, der eine Meinung hatte, die er damit bestätigen wollte. Das hat wissenschaftlich gesehen erstmal keinen wirklichen Wert. Weil das ja eben subjektiv ist und kein wissenschaftlicher Beweis. Warum benutzt du denn dann hier Südwestdeutschen Rundfunk? Ist das nicht subjektiv? Ist das kein Journalismus? Klassisches Eigentor, würde ich sagen. Aber gehen wir mal auf die zweite Quelle. Die zweite Quelle ist auch geil. Hier hat Kuchen TV auch wieder... Aber man muss dir sagen, alles, was er gegen dich hat, sagt er mit so viel Hass in der Stimme. Ja, safe, Digga. Er hat sich so auf dich eingeschossen. Aber so richtig krass.
Einfach der richtig so, du bist so. Das ist einfach, das ist Kuchen-TV in 15 Jahren einfach. Ja, Mann. Bin ich in die Scheiße gegriffen, weil er hat nicht differenziert, zum Beispiel. Er behauptet ja, dass Männer im Sorgerecht ausschließlich benachteiligt werden und deswegen könnte das Patriarchat nicht existieren. Naja gut, schauen wir uns das mal richtig an. Dass das kompletter Schwachsinn ist, sollte man eigentlich selber drauf kommen, denn dann gäbe es ja wahrscheinlich keinen einzigen Bereich, wo Männer auch nur ein kleines... Vor allem können wir die Nicht-Existenz von etwas nicht beweisen. Ja, stimmt. Also die müssen halt beweisen, dass es das gibt. Du kannst ja nicht etwas beweisen, was nicht existiert. Also theoretisch kann es zwar schon Ausnahmen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Werden. Aber das ist zum Beispiel in der Schule der Fall, bei der Frauenquote oder auch beim Thema Sorgerecht. In Paragraph Bürgerliches Gesetzbuch 1626 steht, ach, weißt du nicht, hast du nicht recherchiert, ja, das ist aber doof. Bei Digga, dieser Thron fuckt auch so ab, ne? Die sich scheiden lassen und da, wo Kinder im Spiel sind, ja, bei mir rauscht aber zum auch Wohle die ganze des Kindes entschieden werden, dass beide Elternteile automatisch zu gleichen Teilen das Sorgerecht bekommen. Oh, Überraschung. Hast du nicht gerade gesagt, dass Männer beim Sorgerecht systematisch benachteiligt sind? Ach, Digga, wie kann man denn so dumm sein, Alter, wirklich? Wie kann denn ein Mensch so dumm sein? Junge, also ja, Bruder, erstmal, also Sorgerecht ist nicht gleich das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das ist was ganz anderes. So, ich habe das Sorgerecht für Noah, also wir haben beide das Sorgerecht, geteiltes Sorgerecht, wir haben auch beide das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Noah. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, das Sorgerecht sollen beide behalten, weil ja auch beide Kontakt zum Kind haben sollen. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist aber in wahrscheinlich 95% der Fällen bei der Mutter. Und nur weil etwas in einem Gesetz steht, heißt doch nicht, dass es auch so gelebt wird, sage ich mal. Lustigerweise, im Gesetz steht doch auch, dass Menschen aufgrund ihrer Sexualität oder ihres Geschlechts nicht diskriminiert werden dürfen. Seht ihr? Also werden Frauen ja gar nicht diskriminiert, weil es steht ja in unserem Gesetz, dass die alle gleich behandelt werden müssen. Also Patriarchat einfach mal hops genommen, existiert ja offensichtlich nicht laut deiner Argumentation. Wirklich, ich verstehe nicht, wie man halt so dumm sein kann. So, hey, du bist ja richtig in Form heute, was geht ab, Digga? Gefällt mir, Alter, sehr gut. So, es ist halt offensichtlich, dass Männer beim Sorgerecht halt benachteiligt werden. Versuch mal als Mann das Aufenthaltsbestimmungsrecht einzuklagen gegen eine Frau. Ich sag dir, in den meisten Fällen, außer wenn die Mutter jetzt irgendwie sich gar nicht um das Kind kümmert oder so, hast du als Mann keine Chance. Außer das Kind ist irgendwann dann in dem Alter, wo es das selbst entscheiden kann. Das habe ich selber im Freundeskreis mitbekommen, da gibt es selber viele Berichte zu, die habe ich auch in anderen Videos schon gezeigt gehabt. Anscheinend hast du nicht recherchiert, oder? Du hättest, wenn du richtig recherchiert hättest, lieber Tim, sagen müssen, das muss man differenzieren zwischen verheirateten und nicht verheirateten Vätern. Nein, muss man nicht. Aber auch diese nicht verheirateten Väter haben mittlerweile deutlich mehr Rechte als Wurstbeutel noch lang für den Thema. Hast du auch nicht gesagt. Egal! Im Grunde ist es so, wenn... Hey, ja, was ändert das? Ja, die werden doch weniger diskriminiert. Jetzt kannst du doch mal sagen, so, hä? Ändert doch nichts. Ist ja nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Mann und Frau, dann ist okay. Ja, es featcht mega. Wenn involviert ist und keine Hochzeit stattgefunden hat, also keine Eheschließung, dann bekommt erstmal automatisch die Mutter das Sorgerecht. Und dann muss der Vater, wenn er denn irgendwas im Sorgerecht zu sagen haben will, einen sogenannten Mitsorgeantrag stellen. Und den bekommt er mittlerweile vor Gericht sehr, sehr leicht durch. Es sei denn, es gibt massive... Ja, Digga, das Sorgerecht. Es geht doch nicht um das Sorgerecht. Es sagt doch keiner... Also ja, natürlich, so Sorgerecht steht da natürlich drin, das ist halt so der Überbegriff, aber es geht nicht um das Sorgerecht per se, sondern um das Aufenthaltsbestimmungsrecht, dass du es als Vater nicht schaffst, einzuklagen, dass das Kind bei dir anstatt bei der Mutter lebt. Probleme bei ihm. Das müsste Tim eigentlich aus erster Hand wissen. Er und Gina haben ja ein uneheliches Kind. So, und die beiden haben sich nach außen hin angeblich geeinigt. Dann weiß er aber auch, dass er einen Antrag hätte stellen müssen, um das Sorgerecht für Noah zu kriegen. Oder ich habe das Sorgerecht. Ich habe das Sorgerecht auch schon, bevor wir überhaupt getrennt gewesen sind. Eigentlich hat das Sorgerecht Gina. So steht's im Gesetz. Also guck mal in deine eigenen Dinge rein. Und falls du es nicht gemacht hast, solltest du vielleicht einen Sorgeantrag stellen. So, und das Dritte ist, jetzt behauptet Tim tatsächlich, in seiner unfassbaren Kanalzerstörermanier, dass die Frauenquote dazu da ist, um Männer zu benachteiligen. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, warum... Digga, das ist wirklich so schlecht. Du kannst mir doch nicht sagen, dass er vor seinem Schnittprogramm sitzt, wahrscheinlich noch Sony Vegas oder so, dann da redet und sich denkt, boah, genau hier muss jetzt so ein schlechter Lacher rein, der viel zu laut ist, sodass man mich nicht mehr versteht. Ja, aber kann er nicht auch aufnehmen ohne dieses Rauschen und Fiepsen? Das nervt, ne? Ja, ne, es ist wirklich schlecht. Das war doch bei den letzten Videos nicht so. Ja. Wally, mach doch keine Rückschritte. Ja, Wally, Digga, jetzt lass doch mal. Wally, ja, wenn du Hilfe brauchst, Bruder, sag einfach Bescheid. Ist dazu keine Quelle? Warum gibt es dazu kann keine aufnehmen. Quelle? Hast du oder hat dein Cutter hier einen Fehler gemacht? Zumal das erste und das zweite auch verschieden lang eingeblendet wird.
Das zweite sieht man fast gar nicht. Das dritte ist nicht existent, steht auch nicht in der Beschreibung. Digga, er beschwert sich gerade über meinen Schnitt. Willst du mich eigentlich verarschen, Junge? Digga, ich hol gleich Timo und der... Oder Timothy aber sowas ist unterwegs zu dir. Ja, unterwegs. Timothy, wie schlecht geschnitten, Alter, hä? Übrigens ist in der Beschreibung mal wieder gar nichts gestanden. In der Beschreibung steht nichts. Warum packst du die Sachen nicht in die Beschreibung, damit man es nachlesen kann? Oder google doch, Alter. Du siehst doch die Überschrift. Du siehst sogar, von welcher Seite das kommt. Du hast es doch auch gefunden, Alter. Junge, stell dich doch nicht so dumm, ey. So, und... Ich meine, was soll ich bei der Frauenquote verlinken, Bruder? Das ist logisches Denken. Ja, ich weiß, dass du das nicht kannst. Und das akzeptiere ich auch. Das ist gar nicht schlimm. Aber bei einer Frauenquote, wenn jetzt zum Beispiel eine Frauenquote von 50% hat, ist es egal, wie qualifiziert der Mann ist. Wenn die Frauenquote nicht erfüllt wird, dann muss die Position mit einer Frau besetzt werden. Das heißt, der Mann wird diskriminiert. Das ist logisches Denken. Genau so ist das. Was soll ich dir da verlinken, Bruder? Soll ich dir einen Artikel schreiben oder was? Soll ich dir noch irgendwie eine Matheformel aufschreiben, um dir das zu zeigen? Ey, wirklich. Das wäre auch so, wenn du eine Ausländerquote hättest. Das wäre auch bei einer Ausländerquote, wäre es auch so. Ja. Und der andere Mann, sag ich mal, oder Mensch, wie auch immer, für den Job besser wäre, aber du die Quote erfüllen musst, ist einfach nicht gerecht in dem Sinne. So. Hat dich ja sowieso nie interessiert, was du für Quellen hast. Die zweite Frage ist, warum beschreibst du denn deinen Leuten nicht, was eine Frauenquote ist und wofür die da ist und warum man die eingeführt hat? Och, Digga, weil es halt unnötig ist. Ich habe schon im Vorfeld ein ganzes Video zur Frauenquote gemacht. Bruder, also er stellt sich jetzt vor in Videos, wenn ich irgendwas beiläufig erwähne, dass das ein ganzes Kuchen-Talk sein muss, wo ich in 8 Minuten dann nochmal erkläre, was das ist. Bruder, das ist doch gar nicht das Thema von dem Video gewesen. Aber er hat im Laufe des Schnittes gemerkt, er kommt nicht so geil, wenn ich das so über mein Gesicht mache. Ja, und hat es gefragt. Er lernt, er ist lernfähig, Digga. So, alles gut. Jedenfalls, die Frauenquote ist nicht eingeführt, um Männer zu benachteiligen, sondern die Frauenquote ist eingeführt worden, um Frauen Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu gewähren. Weil vor der Einführung höchstens 15% an Frauen im sogenannten Management. Digga, das ist schon wieder strunzdumm, Digga. Ich weiß jetzt nicht, wo meine Quelle ist. Ich weiß aber im Video, gucken die Frauenquote. Das nehme ich direkt hops. Digga, die Frauenquote ist halt absolut dumm. Ja, das kann ich dir jetzt auch zeigen. Ja, richtig motiviert hier. Warte, wir gucken mal. Ich zeige euch mal hier. Dieses Video übrigens, da ist das drin. Da ist auf jeden Fall ein fettes Like da. So, und zwar zur Frauenquote. Hier, was hier? Genau, hier kann man sehen, die Frauenquote. Ich weiß gar nicht, wann die eingedingst wurde. Wann die kamen. So, aber guck mal, hier sind die Frauenanteile in DAX-Vorständen. So, das ist, so sah das halt aus. Auch ohne Frauenquote ist der Teil schon die ganze Zeit gestiegen. Ich glaube, 2017 kam die Frauenquote. Seitdem steigt das sogar langsamer. Es gab vorher schon eine Steigung. Hier zum Beispiel um über 2%, hier auch fast 2%. Einmal ist es zurückgegangen, okay. Aber insgesamt geht das nach oben. So, das Problem ist, die Frauenquote bringt halt einfach nichts. Das Ding ist, die Leute, die halt in DAX-Vorständen zum Beispiel sind, das sind Leute, die wahrscheinlich so, ich würde sagen, wie alt sind die? So 40 vielleicht? 40, 50 kann ich mir vorstellen. Deswegen rede ich gerade auch nicht so viel. Ich habe da nicht so ein fundiertes Wissen, weil ich mich damit... So, das Ding ist aber so zum Beispiel, Leute, die halt jetzt in dem Alter sind, so, die kommen halt noch aus einer Generation, wo Frauen deutlich weniger studiert haben, ne? Wo eher noch so diese Hausfrau-Mentalität da gewesen ist. Also die Frau bleibt zu Hause, der Mann arbeitet. Das hier sind jetzt das ist die erste Generation, wo sich das geändert hat, dass Frauen halt deutlich mehr studieren und dann eben auch die Qualifikation haben, um überhaupt in diese Vorstände zu kommen. So, wenn halt vor 30 oder 40, 50 Jahren weniger Frauen studiert haben, ist ja auch klar, dass da weniger an Vorständen sind. So, das ist ganz normal. Das muss er doch wissen, er war Zeitzeug. Ist nicht, ist ja nicht schlimm, weil ist ja Real Talk. Ist ja nicht schlimm. So. So, und deswegen macht die Frauenquote keinen Sinn. Es ist vorher schon genauso gestiegen. So, und wie gesagt, ist es halt diskriminierend, weil jetzt ist es egal, wie gut du als Mann bist, wenn du eine Frau in der Stelle brauchst, dann ist das halt so. Gewesen sind oder in gehobenen Positionen. Durch die Frauenquote ist das verdoppelt worden auf 30%. Das heißt, in Aufsichtsräten, im Vorstand und in Führungspositionen. Wie gesagt, stimmt nicht, das ist vorher auch schon gestiegen. Das liegt nicht an der Frauenquote. Also ja, vielleicht hat die dann in einem Jahr mal dafür geführt, dass das noch ein bisschen mehr gestiegen ist, aber es ist sowieso hochgegangen. Also nichts mit Benachteiligung von Männern zu tun. Denn Männer sind immer noch deutlich überrepräsentiert mit 70%. Wie du hier auf eine Benachteiligung kommst und gleichzeitig auf die Conclusio, dass du so mit das Rauschen auch, definitiv ausschließen kannst und die Existenz leugnen, ist Bullshit. Einfach beim Staubsaugt er nebenbei, oder? Dass du dich weder mit dem Thema beschäftigt hast, noch mit deinen eigenen Quellen. Weil sie gar nicht dafür geeignet sind, das zu untermauern, was du vorher gesagt hast. Und du machst das seit 11 Jahren, das ist echt traurig. Daran merkt man aber auch, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum das so passiert, deine mangelnde Schulbildung. Das ist leider so. Du hast nie gelernt, mit solchen Quellen vernünftig umzugehen. Das ist keine Schande. Aber dann sollte man sich auch nicht nach 11 Jahren vor 1 Million Menschen stellen und so eine Scheiße reden. Und um das Ganze... Der trollt doch, Digga, der trollt doch. Das kannst du doch nicht erzählen.
Aber wenn er sagt, es ist ja nicht so schlimm und es liegt an deiner Schulbildung, warum regt er sich dann so über dich auf? Ja eben, dann kann ich doch gar nichts dafür. So, dann, anstatt mich dann in Videos zu fronten und fertig zu machen, dann gib mir doch Unterstützung so. Dann schreib mir doch privat, ey, guck mal, die Quelle war nicht so cool, aber ich weiß, liegt an deiner Schulbildung, weil ich bin halt ein studierter Anwalt und du nicht. Deswegen hier, ne, guck mal, so und so läuft das. Also du könntest mir halt helfen, aber du greifst mich lieber an. Das zeigt auf jeden Fall einen tollen Charakter, Bruder. Guck mal, bei dem Thema jetzt gerade, ne, bist du ja deutlich, also hast du mehr Ahnung als ich, weil ich beschäftige mich mit sowas nicht so. Und ich habe Abi mit 1, so und trotzdem hat er da mehr Ahnung als ich so. Und was hat das denn jetzt nur mit der Schulbildung zu tun? Ja. Digga. Das ist aber cringe. Jetzt nochmal abzurunden, weil du ja behauptest, ein Patriarchat würde nicht existieren, habe ich zwei, drei Fragen nochmal. Okay. Was wäre denn, wenn ich dir jetzt zwei, drei Beispiele nennen würde aus Gesellschaftsbereichen, wo es definitiv noch patriarchale Strukturen gibt? Würdest du das akzeptieren oder würdest du sagen, das ist scheiße und Schwachsinn? Naja, also niemand sagt ja, dass es in bestimmten Punkten keine vielleicht Diskriminierung von Frauen gibt. Das ist halt einfach die Gesellschaft. Wir haben halt einfach zwei Geschlechter. Und es gibt nun mal Punkte in unserem System, wo Frauen eher Vorteile haben und es gibt andere Punkte, wo eher Männer Vorteile haben. So, ich sag ja gar nichts dagegen, dass es Punkte gibt, wo auch Frauen definitiv benachteiligt werden in unserer Gesellschaft. Aber das hat nicht direkt irgendwas mit einem Patriarchat zu tun, so, sondern das ist dann einfach die Gesellschaft, wie die sich halt aufgebaut hat. So, du wirst es nie hinkriegen, dass beide Geschlechter exakt überall 50% gleich sind. Aber das ist bei allen Sachen so. Es gibt auch Bereiche, da werden meinetwegen Ausländer benachteiligt, dann wieder da, wo vielleicht weiße Menschen oder jetzt in dem Sinne jetzt Deutsche benachteiligt werden. So, wenn du jetzt zum Beispiel in vielen Schulbereichen guckst, wo halt wirklich der Ausländeranteil exorbitant hoch ist und so weiter, da hat es ein deutscher Junge echt schwer, ne? So Flair Voice, ich als Deutscher hatte es immer da und da. Und das ist die Welt, leider. Man kann nur versuchen, es besser zu machen, aber wo ist dein Punkt? Where's your point? Beispiel wäre zum Beispiel die katholische Kirche. Hast du schon mal einen weiblichen Papst gesehen? Einen weiblichen Kardinal, weiblichen Abt, weiblichen Erzbischof, weiblichen Bischof, weiblichen Priester? Nein, falls nicht. Okay, es gibt jetzt das Patriarchat, weil in der katholischen Kirche gibt es keine weiblichen Priester. Digga, du willst sie doch einfach verarschen, oder? Nicht geht. Es ist nicht möglich. Also patriarchale Struktur. Das gleiche gilt im Übrigen auch für den Islam und fürs Judentum. Im Judentum gibt es zwar die ein oder andere Rabbinerin, aber das ist eine starke, große Minderheit. Und im Islam gibt es gar keine Frauen in irgendwelchen religiösen Ämtern. Der Bundestag ist übrigens auch eine patriarchale Struktur. Die Quote hier ist 70-30. Also Männer dominiert. Man könnte sich vielleicht... Ah, okay. Also wenn irgendwo mehr Männer sitzen als Frauen, dann ist das direkt patriarchal. Das ist eine patriarchale Struktur, Digga. Willst du mich verarschen? Was ist das denn für eine dumme Aussage? Also überall, wo es nicht 50-50 ist, haben wir patriarchale Strukturen oder was? Das heißt, in der Klasse, wo 20 Männer und 10 Frauen sind, ist das eine patriarchale Struktur oder was? Ey Junge, du willst mich doch verarschen so, oder? Der will mich doch wirklich, der trollt doch, Mann. Also ich weiß nicht, wenn du das Video gemacht hast, weil du Dev attraktiv findest, Bruder, die ist lesbisch. Und ich glaube, die ist auch ein bisschen zu jung für dich, so davon uns abgesehen. Also ne, da brauchst du es gar nicht so versuchen mit so dummen Aussagen hier. Im Studium der Kunstgeschichte sind 90% Frauen, werden da Männer unterdrückt. Ja, das sind halt auch frau-patriarchalische Strukturen. Vielleicht den Begriff streiten, dass man Frauen systematisch unterdrückt. Das könnte man anders benennen. Aber dass über diese Masse an Männern ein Nachteil gegenüber Frauen stattfinden kann, man jetzt nicht automatisch ausschließen, nur weil man sagt, die sind in der Schule benachteiligt, die haben Probleme im Sorgerecht und übrigens die Frauenquote benachteiligt Männer, das ist Bullshit. Und ganz ehrlich, das ist selbst für dich unterste Schublade. Tatsächlich. Digga, er labert nur Scheiße, aber denkt dann so, ja Mann, ich habe ihn gerade vollgefickt. Das ist das, was mich aufregt so. Ich find's todeslustig. Aber okay, du wirst diese Beispiele wahrscheinlich nicht akzeptieren, von daher. Ich habe sie aber jetzt mal genannt. Du kannst es auch googeln. Und übrigens, diese patriarchalen Strukturen, die gibt's ja nicht erst seit gestern. Und nur weil du sie jetzt vielleicht als... Ich will mal gucken, hat er die wenigstens in die Beschreibung getan? Ja, okay, gut. Das wäre nämlich... Er ist fleißig. Das Ding ist, Wally folgt mir auf Insta. So, und ich wollte ihm mal anschreiben, mal so gucken, wie es dir so drauf, so außerhalb von den Videos und so. Er hat auch gelesen, aber nicht geantwortet. Na, guck mal, du bist einfach asozial. Warum bist du rassistisch oder warum antwortest du das für dich nicht? Jetzt mal wirklich, was soll das? Ich finde das rassistisch. Ach, Quatsch. Quelle, du kannst auch googeln. Ja, nicht so mitbekommst, heißt es nicht, dass es nicht in anderen Ländern so ist. Guck doch einfach nur mal in die asiatischen Länder. Als Beispiel Indien. Die leben da zum Beispiel immer noch in Kasten und diese Kasten sind männerdominiert, immer noch. Guck doch mal dahin, wer da dominiert, Männer oder Frauen. Aber das ist für dich wahrscheinlich egal, oder? Oder wahrscheinlich wirst du... Okay, also, weil in Indien vielleicht Frauen benachteiligt werden, von mir aus auch in Ländern wie, keine Ahnung, Saudi-Arabien und so weiter, ist das jetzt das Patriarchat in Deutschland? Das hat doch überhaupt nichts mit Deutschland zu tun.
Also es widerspricht ja auch keiner, dass es Länder gibt, wo Frauen extrem benachteiligt werden. So, das ist ja offensichtlich so. Hä, aber was hat das denn mit Deutschland oder der westlichen Welt zu tun? Hä, Digga, was ist mit dir? Er versucht sich einfach jetzt so in diese Schablone zu drücken. Ja, du bist der Meinung, Frauen werden niemals irgendwie benachteiligt oder sonst was, obwohl du das gar nicht gesagt hast. Ja. Das ist einfach... Ja, ich rede aber nicht von europäischen oder generell vom Ausland. Ich rede ja von Deutschland, ja. Mhm. Machen wir hier mal einen Cut, wechseln wir mal das. Ja, vor allem, er sagt das jetzt so, als wenn das halt ein schlechtes Argument wäre, so, aber es ist doch... Es ist ja genau so. Schönheitsideale gab es schon immer. Und das hat nichts mit irgendeinem Patriarchat zu tun oder damit, dass Männer die Welt regieren. Es gibt auch beispielsweise Umfragen, die zeigen, dass Männer zu 6% häufiger ins Fitnessstudio gehen als beispielsweise Frauen. Und auch grundsätzlich sind Männer aktiver, was Sport angeht. Auch dieser Punkt ist wieder absolut wirsch und macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich weiß zwar, dass der liebe Tim auf die Aussagen von Daphne eingehen möchte, weil sie das selber in ihrem Video erwähnt. Trotzdem kann er damit keinen Punkt machen. Ja, er sagt ja, es ist völlig wirsch. Ja, er geht von Schönheitsidealen und dann geht er zum Fitnessstudio. Was möchtest du damit beweisen? Und du sagst, das stimmt ja gar nicht, Männer gehen ins Fitnessstudio. Ja, was ist dein Punkt? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann blende das doch mal ein, worum es geht. Er zeigt einfach nur 3 Sekunden aus meinem Video, zeigt gar nicht, worauf ich mich überhaupt beziehe und sagt dann, ja, es macht gar keinen Sinn. Ja, geil, Digga. Tolles Argument deinerseits. Vielleicht solltest du auch zeigen, worauf ich mich jetzt beziehe. Was heißt Wirsch eigentlich? Ich kenne nur Wir. Hm? Was heißt Wirsch? Ich kenne nur Wir. Also das ist etwas... So. Wirsch auch sowas, ne? Echt? Ich kenne das Wort nicht. Ja, es gibt deutlich mehr weibliche Models, die dann wiederum von Männern betreut werden. Selbst wenn wir das mal alles völlig außen vor lassen, wenn wir von Schönheitsidealen ausgehen, dann kannst du zum Beispiel, ich nenne es mal eine Epoche, Barock das heißt oder Rokoko. Ja? Aber wer scheißt aufgeregt? Ärgerlich. Er wurde zum Beispiel von Ludwig XIV. Definiert. Übrigens wurde alles im Mittelalter von Königen und Kaisern definiert. Was gut war, was schick war, was toll war. In den Bereichen gibt es tatsächlich patriarchale Vorgaben. Das ist so. Wie das Ganze aber mit deinem Ganz kurz, warte, bevor die mich hops nehmen. Ja, ich. Also Wirsch, aber heißt ja, er meint ja, dass es Wirr ist. Das ist in dem Sinne. Also hat er doch das falsche Wort an der Stelle benutzt. Weil er dumm ist. Einen Punkt zusammenhängt, dass das Patriarchat nicht existiert. Ja, vor 300 Jahren. Okay, dein Punkt ist jetzt also, dass sogar vor 400 Jahren. Ja, aber vor 400 Jahren hat ein König mal das und das gesagt und generell haben da ja Männer dominiert. Also offensichtlich gibt's halt das Patriarchat. Bruder, es hat doch keiner jemals behauptet, dass Frauen nicht diskriminiert bzw. unterdrückt worden sind. So, das sieht man doch auch, dass Frauen früher nicht wählen durften, dass Frauen früher nicht studieren durften, dass denen Berufe... dass die in bestimmten Berufen nicht arbeiten durften und so weiter. Also das sagt ja keiner was gegen. Soll ich weiter gucken oder warten? Guck mal weiter. Den Bogen ziehst du leider nicht. Ja, und auch der Punkt, den du da ansprichst mit den Schönheitsidealen, da gibt es keinen Beleg für. Den einzigen Beleg, den du hier wieder anzeigst, ist eine Statistik, dass Männer deutlich häufiger ins Fitnessstudio gehen als Frauen. Ja, cool. Ja gut, aber es gibt halt genug Studien, habe ich auch übrigens im Bodyshaming-Video gezeigt, dass tatsächlich auch Frauen... muskulöse Männer bevorzugen auf jeden Fall. Also das Schönheitsideal von einem Mann ist quasi Muskeln haben, trainiert zu sein, keine Ahnung, markantes Kinn, solche Sachen. Also das lässt sich halt alles beweisen auch. Es gibt halt, also der Punkt von Dev war quasi, dass Männer das Schönheitsideal der Frau festlegen und das ja patriarchal ist. So, und ja, machen Männer natürlich auch. Es gibt halt einen Durchschnitt, der halt einen bestimmten Frauentyp attraktiv findet und das ist aber bei Frauen ja auch genau das Gleiche. Auch die haben ja ihre Vorsätze, was Schönheit angeht. So, das ist halt nun mal einfach so. Welchen Punkt möchtest du damit machen? Auch wenn sie ihn in ihrem Video aufgegriffen hat, hättest du doch so schlau sein können und sagen können, das macht gar keinen Sinn für sie, also macht es für mich auch keinen Sinn, also lasse ich den Punkt doch einfach raus. Also schon der vierte Punkt innerhalb von 5 Minuten, der völliger Schwachsinn ist. Und mein Video ist jetzt bestimmt schon wieder über 10 Minuten. Ich meine... In unserem System ist es doch eigentlich eher so, dass Reichtum deine Macht bestimmt als dein Geschlecht. Und ja, es gibt natürlich deutlich mehr reiche Männer als Frauen, das ist absolut richtig. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise einfach mal den Lobbyismus in Deutschland so anguckt, dann merkt man ja, dass es den Unternehmen oder Männern nicht darum geht, Frauen zu benachteiligen, sondern sie eigentlich nur so gut es geht, ihren Reichtum sichern und erhöhen wollen. Tim, danke schön. Danke, dass die Frauen in Malaysia und Bangladesch die für Nike und andere Firmen. Ist dein Ernst? Digga, du willst mich doch verarschen, Digga. Wirklich, du willst mich doch einfach verarschen. Kleidung und die Schuhe herstellen, endlich befreit sind, nicht mehr unterdrückt sind und endlich nach vernünftigen Arbeitsbedingungen leben können, weil du gesagt hast, ach, Unternehmen unterdrücken Frauen nicht. Danke. Endlich. Digga, Junge, und diesen...
In den Städten in Bangladesch und so weiter werden Männer da genauso unterdrückt. Die arbeiten genauso dafür einen Hungerlohn. Vielleicht dann halt nicht in irgendwelchen Schneidereien, aber die haben dann halt andere Jobs, die halt genauso schlecht bezahlt sind. Oder denkst du, dass alle Männer da mit Rolex-Uhren rumlaufen und die Frauen müssen dafür 50 Cent in der Stunde irgendwelche Kleider nähen? Digga, du kannst doch wirklich nicht so dumm sein. Außerdem gibt es auch genug Fabriken, wo zum Beispiel auch Kinder arbeiten. Teilweise sind da ja auch trotzdem Männer beschäftigt, davon mal ganz abgesehen. So, denkst du, ein Unternehmen setzt sich das Ziel, ja Mann, wir unterdrücken Frauen. Und das machen wir damit, dass wir die in Bangladesch arbeiten lassen. Digga, bist du dumm? Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, ja, und Männer sind dann zum Beispiel Minenarbeiter oder so, haben auch Kackjobs, sind irgendwo als Bauer für Nestle-Plantagen oder sowas unterwegs und verdienen da kein Geld und werden vergiftet. So, also Firmen, große Firmen beuten Menschen aus. Ja, sie beuten Menschen aus, aber sie beuten alle Menschen aus. Als ob sich ein Unternehmen sagt, ja, wir beuten Leute aus, aber nur Frauen, weil das sind für uns keine Menschen. Wie dumm bist du eigentlich? Wirklich, das regt mich richtig auf. Was ich mir bei ihm denke, so jedes Video, was er gegen dich macht, wird doch potenziell weggehatet, oder? Also so dann nach einer Zeit immer. Und man muss sich doch Gedanken machen, so wenn wirklich immer der größere Anteil sagt, ey, das ist gerade nicht gut, was ich mache, so mache ich irgendwas falsch. Aber er ist trotzdem eisern und ist der Meinung, er ist die Instanz, ja. Er macht alles richtig. Das checke ich halt nicht. Ja, ich blicke ihn auch nicht wirklich. Also ich verstehe ihn nicht. So vor allem, also ja klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Kai Kuchen TV hat eine große Reichweite, ist klar, dass das gehatet wird. Es gibt auch viele Videos gegen mich, die nicht gehatet werden. Also man kann es ja auch richtig machen anscheinend. Aber ich glaube wirklich, was ich glaube, Marcellus ist, glaube ich, mein größter Fan. Und er feiert einfach so Reactions. Guck mal den Hintergrund. Ja, ist genau so. Ein bisschen, ne? Und ich glaube einfach, er feiert so Reactions, wo ich so dumme Argumente kaputt mache. Und deswegen bringt er genau solche Videos, weil er das feiert so. Aber die Videos, weißt du, gegen dich haben doch wahrscheinlich bei ihm auch die meisten Klicks, oder? Das kommt auch noch dazu. Weißt du, der setzt sich heute Abend, Digga, mit dem Lebkuchen, setzt er sich auf die Couch mit so einer Decke über den Bein, Digga, und guckt sich genüsslich diese Reaction und denkt sich so, ach, ich habe wieder alles richtig gemacht. Ist doch schön, Digga. Der hatte auch noch in irgendeinem Video gesagt, ja, ihr beide sogar, danke, dass du mich mit einbeziehst, reagiert doch erstmal auf meine letzten Punkte, die ich da und da gemacht habe. Sorry, Bro, wenn man dir nicht irgendwie so gerecht werden kann und auf jedes Video wirklich so komplett eingehen kann. Aber Video wir geben uns Mühe. So, oder er dann. Nach so langer Zeit. Der Dude hat jemanden in seinen Kommentar zugestimmt, dass er die Videos nur macht, weil er dadurch eine Reaction bei dir provozieren kann. Ja, aber ich finde das gut. Also ja, cool. Ich verdiene voll viel Geld dadurch. Also die danke. Liefen immer gut, oder? Die Videos die liefen immer gut, ja. Safe. Wolli, danke. Tim Held. Ein wahrer Held. Da muss ich Marcellus mal auf ein Steak einladen. Oder warum jetzt wieder Tim Held? Du hast doch am Anfang gesagt, nur noch Tim. Ja, für was soll dich. Das? So, bleib doch und für dich immer noch Herr Held, ist das klar? Ja. Alternation von Millionen und Abermillionen arbeitenden Frauen liegen dir gerade zu Füßen. Und weil du endlich klar gemacht hast, sie werden gar nicht von Unternehmen unterdrückt. Männer wollen ausschließlich nur ihren Reichtum und ihre Macht behalten. Ach, hätten wir das vorher gewusst. Wie sieht denn eigentlich so eine Bekanntmachung aus, dass Unternehmen wie eine Volkswagen AG jetzt quasi Frauen systematisch unterdrücken? Weil du hast es ja gesagt. Du hast es noch nie gehört und gesehen. Ja, okay. Ich habe noch nie irgendeine Lobbyarbeit gesehen, die sich gedacht hat, boah, Digga, wir zerstören jetzt einfach die Rechte für Frauen, weil das sind doofe Menschen. Wie wäre denn so eine Pressemitteilung? Soll sich die Volkswagen AG, der Pressesprecher, an die Presse wenden und sagen, hallo, wir möchten ein Statement abgeben, wir fangen ab sofort an, Frauen öffentlich und für jeden sichtbar zu unterdrücken? Das wäre ja ein PR-Desaster. Das würde auch niemand tun. Ja, aber wo werden denn dann Frauen unterdrückt? Also wo passiert das denn? Wo und wo unterdrücken Unternehmen denn nur Frauen? Nur, so, das gibt es ja einfach. Das nur Wort Frauen. Nur Frauen. So, und Männer werden alle super bezahlt und sind am Start. In der ganzen Produktionskette wird darauf geachtet, dass die Männer nur 3 Stunden am Tag arbeiten, genug Geld haben und so. Boah, das ist einfach Bullshit, was du sagst, wirklich. Also erklär mal, wie du dir das so vorgestellt hast. Auch das beschreibt eigentlich eher toxische Männlichkeit und hat auch wieder überhaupt nichts mit dem Patriarchat zu tun. Aber einfach irgendwelche Wörter reinwerfen, einfach irgendwas miteinander verbinden, ja, wird schon passen, Digga, ne? Ach, Tim, da sind wir wieder bei einem klassischen Kuchen-TV. Irgendwas aus dem Kontext reißen, überhaupt. Wenn er nächstes Mal dieses Fiepsen auch nicht hinkriegt, dann reagieren wir nicht mehr. Ja, dann reagieren wir nicht drauf, Digga. Das ist unser Anspruch, ist ein bisschen Qualität, ja. Ich bin heute so gut gelaunt und krieg langsam so ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, Alter, ne? Ja, ich krieg langsam so Tinnitus. Wolli, komm doch wenigstens vorbei so und massier mir die Schläfen. Weil ich noch fliegen muss. Ja, Linienbus, Bibelspruch. Ist, obwohl es nicht so ist. Und dann machst du ja genau das Gleiche, was du ihr ja auch vorwirfst. Du wirfst irgendwelche Wörter in den Raum, irgendwelche Begriffe, erklärst sie aber nicht. Das ganze Video durchgehen eigentlich nicht. Digga, guck mal, das Ding ist, ich habe doch schon sau viele Videos über diese Themen gemacht, wie toxische Männlichkeit, Frauenquote, Feminismus allgemein, Gender und so weiter. Bruder, ich muss doch nicht in jedem Video, wo ich das nochmal erwähne, das Ganze immer wieder und wieder durchkauen. Also man erwartet ja auch von Zuschauern einfach so ein Grundwissen. Bruder,
Sollen meine Videos jetzt irgendwie 40 Minuten gehen, weil ich jeden kleinen Mini-Begriff, den ich irgendwie mal nenne, noch 30 Mal erklären muss oder was? So die Leute, die meine Videos gucken, die kennen diese Begriffe, weil ich sowas immer wieder erwähne. Wieder ein neuer Kampfbegriff, wo man sich echt fragen muss, woher nimmst du denn diese Kampfbegriffe? Hat sie ja gar nicht gesagt. Ja, das Fiepsen wird immer schlimmer. Ja, das wird echt immer lauter irgendwie. Weich wirken, stark sein, keine Gefühle zeigen. Das hat mit toxischer Männlichkeit nichts zu tun. Toxische Männlichkeit heißt, dass du aggressiv... Ich mach mal schneller, da müssen wir das Rauschen nicht mehr so lange hören, ja. Gewaltbereit, misogyn und homophob bist. Das sind diese vier starken Oberbegriffe, die sich dann natürlich je nachdem weiter aufteilen. Das ist nicht automatisch toxische Männlichkeit, wenn irgendjemand sagt, hör auf zu heulen. Hast du irgendwelche Belege und Quellenverweise? Nein, natürlich nicht. Auch wieder so ein Teil, wo es keine... Nein, toxische Männlichkeit bedeutet, ist halt einfach quasi unter dem Deckmantel der Männlichkeit Dinge... die schaden, entweder dir oder anderen. So. Und wenn man zum Beispiel sagt, zeig keine Gefühle, dann ist das halt toxische Männlichkeit, weil du dadurch natürlich einen Nachteil hast, wenn du deine Gefühle unterdrückst. So, wenn Männer nicht zum Arzt gehen, weil sie das starke Geschlecht sein müssen und sich denken, ach naja, für so ein kleines Aua gehe ich nicht hin, dann gehört das alles mit zu toxischer Männlichkeit. Das sind alles Punkte, die da halt mit reingehen. Links zugibt. Einfach nur KuchenTV und seine Meinung. Super, Tim. Hast du deinen Zuschauer mit deinem Bärendienst erwiesen und gesagt, dass irgendwas toxische Männlichkeit ist, obwohl es gar nicht so ist? Cool. Also, Real Talk. Ich habe noch nie, wirklich noch nie von irgendjemandem gehört, der gesagt hat, wenn er dich schlägt, dann macht er das nur, weil er dich liebt. Und ich meine, das ist ja offensichtlich auch nicht die Meinung der Gesellschaft, wie man ja beispielsweise bei dem Skandal von mir gesehen hat, wo diese Vorwürfe im Raum standen. Ja, das ist ein Tim, der ja selbst von sich sagt, in seiner Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten zu sein, dass er eigentlich in der Lage ist, bei Google einzugeben, wenn er dich schlägt, liebt er dich, um zu erfahren, ob das tatsächlich existiert oder ob das Schwachsinn ist schon traurig, das muss man zugeben. Fakt ist, wenn du dir die Mühe gemacht hättest und vernünftig Recherche betrieben hättest, so wie man es von dir eigentlich erwarten würde, hättest du tatsächlich rausgefunden, dass der Spruch... Hey, stopp, warte mal. Hast du nicht in dem Video noch irgendwie gesagt, dass das in der Schulzeit zum Beispiel oft so war, wenn... Ja, was ich liebe, das neckt sich, ne? Ja, ist halt und normal, so. Ja. Das hast du doch erklärt. Ja. Gewalt gegen Frauen ist ein großes Problem in Russland. Bruder, was was hat denn jetzt, Deutschland und unsere Gesellschaft mit Russland zu tun, Digga? Hä? Ja, Gewalt gegen Frauen ist wahrscheinlich auch in Saudi-Arabien und im Iran, Irak ein großes Problem. So, das, also es spricht ja keiner ab, dass da tatsächlich, dass es da tatsächlich sowas gibt. So, hä? Bevor es wieder umdreht, ja, politisch und so weiter. Okay, aber darum geht es jetzt gerade. Tatsächlich ein Sprichwort ist aus Europa, nicht aus Deutschland, aber aus Russland. Dort gibt es dieses Sprichwort und dann hättest du wenigstens den Spiegelartikel dazu gefunden. Auch hier muss man wieder sagen, ich bin langsam wirklich enttäuscht. Also es ist jetzt der achte Punkt. Was beweist das? Das beweist doch jetzt gar nichts. Über 10 und es ist jetzt der achte, der völliger Bullshit oder ist oder unrecherchiert. Oder mein Punkt ist, dass man doch auch zum Beispiel bei meinem Skandal gesehen hat, dass den Leuten das eben, dass die das halt nicht so sehen, sondern dass Gewalt gegen Frauen konsequent bestraft wird. Das hat man jetzt auch bei Danny gesehen. So, der hat eine vergewaltigt, wurde dafür verurteilt, der wird komplett weggecancelt, weil keiner was mit ihm zu tun haben möchte. Also diese ganzen Sachen, die du laberst, stimmen ja einfach offensichtlich nicht. Das kann man ja sehen, dass das eben nicht so ist. Falsch verlinkt, falsch nachgedacht, falsch wiedergegeben, falsch interpretiert oder sonst irgendwas ist. Es war bis jetzt nichts richtig, nichts. Das muss man sich mal auf der Zunge ziehen lassen. Der Typ geht auf die 30 und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja gut, von Blasen vielleicht, aber von sonst ist auch nicht traurig. Du bringst als Argument, yo, der Typ geht auf die 30 zu. Hallo? Digga, du gehst morgen in Rente, wenn ich dir das sage. Das ist halt, traurig. Wir haben sein LinkedIn-Profil gefunden. Ne? Hat er doch selber erzählt, dass er gesehen hat, dass Tobias oder so da drauf war. Ne? Hat er es gesagt? Oder der hat irgendwo doch gesagt, hat er nicht sogar ein Video gegen dich gemacht, so ob du ihn jetzt so hier exposen möchtest oder das so? Das kann sein, ja, aber irgendwo habe ich... Auf das Video hatten wir, glaube ich, nicht reagiert. Da hat er noch gesagt, wir sollen darauf erstmal reagieren. Glaube ich, sorry, wenn ich was falsch sage. Ja, aber wir haben sein LinkedIn-Profil gefunden. Wir wissen, wo du arbeitest, Digga. Pass auf mit deinen Aussagen hier. Ja, sonst bist du ganz schnell gefeuert. Und das ist irgendwie... Und du gegen eine Frau ersetzt. Ich hoffe, du checkst das, ja, dass das Sarkasmus ist und nicht das... Bei ihm muss man sagen, auch vorhin hast du so gesagt, ja, das stimmt. Als er gesagt hat, du hattest schon 5 Fehler, aber dabei hat er irgendwas anderes gesagt. Und er wird jetzt sagen, ja, Tim hat sogar gesagt, er hatte 5 Fehler, weil er das nicht checkt. Ja, aber was man sagen muss, guck mal, das nicht ist... Nicht in die Kamera, aber das ist ein öffentliches Bild, das kann man zeigen. Er sieht gut aus, Digga, ne? Da sieht er noch so frisch und toll aus. Und dann machst du 3 Videos gegen Google TV und bist direkt gealtert. Mach doch mal den Wingman für den Twizzy hier. Ja, mach doch mal jetzt. Für ABK deine mangelnde Schulbildung auch immer so ein guter Angriffspunkt, weil du dich damit persönlich angegriffen fühlst, weil du genau weißt, dass deine Schulbildung nicht gut ist. Und in solchen Videos wird das einfach ganz klar deutlich. Das hat überhaupt nichts damit. Weil ich meine, das Ding ist so, guck mal, du greifst mich ja die ganze Zeit auch in diesem Video persönlich an. Du beschwerst dich bei mir, dass ich mit 27 die Sache nicht hinkriege, aber bist halt selber mit, ich weiß nicht, wie alt du bist, 40, 45 oder so, kriegst es nicht hin, einfach mal persönliche Angriffe gegen eine Person zu unterlassen. Also wie wenig Reife kann der Mensch denn bitte haben? So, und was soll das mit der Schulbildung jedes Mal? Bruder, man kann sich auch
anders weiterbilden als in der Schule. Zum Beispiel im Fitnessstudio, wo ich die Gewichte stemme, Digga. Guck dir den Bizeps an. Boah, pass auf, da ist die Kamera nicht. Du laberst einfach scheiße. Und damit machst du dich selber zum Affen. Und Realschulabschluss ist eine super schlechte Bildung, Bruder. Das ist vorbei. Ich recherchiere und das dann auf ein Video packen. Er tut so richtig, als ob du nur deinen Namen tanzen könntest, ne? Ja. Und einfach Sonderschule des Todes bist. Alles. Ich wollte einfach die Schnauze halten. Ganz ehrlich, wie peinlich möchte man sein? Ja, Kuchen-TV, hier, ich nehme alles. Es ist doch generell in unserer Gesellschaft so, dass überall alle Menschen sich als Konkurrenten sehen, beziehungsweise... Sorry, das muss ich auch noch sagen, weil auch so viele Leute so dann immer mit dem Abi flexen und so weiter. Aber mit dem Abi kannst du dir am Ende des Tages ja noch überhaupt nichts kaufen. Also du brauchst ja wirklich dann eine Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium. Wenn du das gemacht hast, dann flex meinetwegen ein bisschen. Und damit verdienst du dann wahrscheinlich genauso gut wie 1 Million YouTube. So, mal davon abgesehen. Konkurrenzähnliche Wettbewerbe treten, sage ich einfach mal. Beispielsweise im Fußball. Wer spielt, wer sitzt auf der Bank, welches Team gewinnt. Oder in der Schule. Wer hat die besseren Noten, wer kriegt das bessere Abi, wer schließt seine Arbeiten besser ab. Ich meine, selbst bei Online-Spielen, selbst wenn du im Team spielst, gibt es immer eine Rangliste, wer Platz 1, 2, 3, 4, 5 ist, wie zum Beispiel in Counter-Strike oder auch bei jedem anderen Spiel. Auch das ist ein Wettbewerb, der selbst im eigenen Team ein Konkurrenzdenken erwecken kann. Es ist wirklich erstaunlich, wie Tim zu jedem Thema tatsächlich so ahnungslos und oberflächlich angehen kann, wie er das in diesem Video tut. Das ist der Albuchholter, Dankeschön für den Prinz. Weiß, keine Sekunde in irgendeiner Weise irgendwas zu internalisierten Misogonie gelesen hat. Nichts, null, nada. Stattdessen sagt er, ja, das kann gar nicht internalisierte Misogonie sein, weil wir treten ja überall den Wettkampf. Und dann kommen die Beispiele, ey, Fußball, Schule. Nein, Digga, guck mal, das Argument von Dev war, dass Frauen, die andere Frauen beleidigen, das nur machen, weil sie von unserer Gesellschaft darauf getrimmt werden, sich als Konkurrenten zu sehen. Also, dass Frauen sich als Konkurrenten sehen, die sie unbedingt ausstechen müssen. Aber das ist halt dumm, weil unsere ganze Gesellschaft, alles, was du machst, baut immer darauf, dass man sich mit anderen vergleicht, egal wo. So, das hat nichts damit zu tun, dass Frauen gegeneinander ausgespielt werden, sondern das ist einfach unsere Gesellschaft. Und Online-Spiele. Also weil wir im Fußball in Konkurrenz sind, weil wir in der Schule in Konkurrenz sind und weil man in Online-Spielen in Konkurrenz ist, kann es internalisierte Misogonie auf gar keinen Fall geben. Digga, das war gar nicht der Punkt. Ich habe das halt, das ist gar nicht der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Er zieht einfach einen Strohmann auf. Das ist absolut unmöglich. Klären wir doch erstmal, was internalisierte Misogonie überhaupt ist. Also Misogonie ist ja Frauenfeindlichkeit. So, und wenn jetzt Frauen ein eigenes, verinnerlichtes Weltbild erschaffen, in dem sie Frauen hassen und nicht mögen und am liebsten, was weiß ich, was machen würden, dann nennt man das internalisierte Misogonie. So, und dieses Phänomen, was ja eigentlich total paradox ist, weil Frauen sollten ja Frauen eigentlich gar nicht hassen, existiert aber trotzdem, ist genau das, was Dev eigentlich gemeint hat, was er aber nicht versteht. Weil er versucht jetzt am Ende seines Videos, nach über der Hälfte des gesamten Videos, wieder die Kurve zu kriegen, hinüber zu, das Patriarchat kann nicht existieren. Weil die internalisierte Misogynie ist ja eigentlich ein Produkt dieser patriarchalen Strukturen, die wir immer noch in unseren Köpfen haben. Er hat übrigens auch überhaupt nichts dazu gesagt, woher das eigentlich kommt. Woher kommen denn diese patriarchalen Strukturen? Warum sind Digga, ich sag doch, das Patriarchat gibt es nicht. Warum soll ich dann in meinem Video zeigen, wo die herkommen? Die existieren doch gar nicht. Ey Junge, das kannst du wirklich nicht ernst meinen. Und ja, wie gesagt, also das Argument war, dass es diese Frauenfeindlichkeit von Frauen gibt, weil sie sich halt als Konkurrenten sehen. Aber mein Gegenargument ist, und das kannst du ja nicht mal widerlegen, dass die ganze Gesellschaft ist ein Konkurrenzdenken. Überall, Job, Beruf, Schule, Online-Games, beim Sport, überall. Überall hast du ein Konkurrenzdenken. Grüße an einfach Alex95. Warum leitest du das denn nicht her? Würde ich ja jetzt gerne machen, aber das würde den Rahmen des Videos sprengen. Punkt 1.2 ist... Ach, das auf einmal würde den Rahmen des Videos sprengen. Aber bei mir verlangst du, dass ich jeden kleinen Begriff, den ich nenne, nochmal erkläre, oder was? Und das würde das Video nicht sprengen. Ey, wirklich, du kannst nicht so dumm sein. Ich verstehe es nicht, ehrlich. Warum soll ich das dann tun? Ich möchte ja nur zeigen, dass du scheiße... Kann man den als Pick-Me-Boy bezeichnen? Für dieses Video 0,0 gar nichts recherchiert hast, ist halt so. Internalisierte Misogynie gibt es nicht, das ist eine Erfindung von Ich glaube, das Fiepsen ist weg. Deswegen kann es das nicht geben. Deswegen gibt's sowas leiser. Nee, immer noch leiser. Also erstmal sind 4 Kommentare ohne jegliche Quelle eine sehr schwierige Argumentationsgrundlage. Denn wir wissen überhaupt nicht, was sie in diesem Video gesagt hat. Was sagen diese Kommentare aus? Auf was beziehen die sich denn? Lieber Tim, ich finde das sehr, sehr mutig von dir, dass du die Quellen von anderen Leuten kritisierst. Oder auch behauptest, dass Kommentare, die man so quasi leer in den Raum stellt, dass man gar nicht versteht, worauf sich das bezieht, was sie damit sagen will und wie man damit umgehen soll, wenn dein gesamtes Video, was du hier gerade präsentierst, nicht eine einzige vernünftige Quelle aufweist. Und damit schließen wir dieses Video auch an. Ja, doch. Ich hätte noch 3, 4, 5 Punkte mehr machen können, aber wir sind jetzt locker über die 20 Minuten. Ich habe auch einfach keinen Bock mehr. Fakt ist, das, was du hier gerade ihr vorwirfst, muss man dir das Video übermachen. Denn alles, was du jetzt gerade in den letzten 10 Minuten gesagt hast, mal abzüglich dieser 3, 4 Quellen von ganz vom Anfang, sind ohne Beleg. Komplett. Und das zeigt doch einfach, wie du arbeitest. Du hast von den Themen, die du besprichst, gar keine Ahnung. Gar du hast nicht, links Digga. Und rechts mal was gehört, versuchst das dann zum aktuellen Thema zu verbinden. Ja, ich bin halt immer bei Stammtischen und so, ne? Dann nimmt man das auf. Die du in deinem Video kannst und kritisierst, machst du das. Deswegen, so, weil alles kompletter Quatsch ist, was Tim macht. Tim, ich sage jetzt ja Tim, ne, damit du auch weißt, wen ich meine, weil Kuchen kennst du ja nicht mehr. Ne? So, deswegen hat er so eine große Followerschaft und so weiter, weil alle Menschen finden, das ist kompletter Quatsch, was er macht. Deswegen sind die Bewertungen so gut, deswegen sind die Bewertungen bei dir unterirdisch, weil du der Allerkrasseste bist, der Allerbeste und so weiter. Und ich sage das jetzt als außenstehende Person so, ich bin kein YouTuber, kein Twitcher, so setz mich hier ab und zu mal mit rein, aber das kannst du doch nicht ernst meinen, Wolli. Ja.
So, du baust doch ab. Du sahst in den ersten Videos gegen Tim besser aus. Ja, wenn ich das Thema so mitnehme, Bruder, dann tut mir das leid, aber dann, weiß nicht, spiel mit Bügelperlen oder so. Vielleicht ist das was für dich. Selber. Ja, du darfst natürlich Leute kritisieren. Du darfst natürlich deinen Mund zu Themen aufmachen. Da musst du aber damit klarkommen. Wie hast du das ausgedrückt? Ja, Dev, du hast ein Video für deine Leute gemacht. Öffentlich. Aber dann darf ich doch auch öffentlich kritisieren. Ja, natürlich. Dann darfst du aber auch öffentlich kritisiert werden. Und dann musst du auch damit klarkommen, dass man dich öffentlich kritisiert. Sag doch auch keiner. Ich habe doch nie, ich hab noch nie kritisiert, dass Videos gegen mich. Digga, wir feiern das doch sogar. Also so ist doch lustig, also lustig, wenn man das halt so geil entkräften kann. Ey, aber Digga, ich komme nicht drauf klar, Alter, wirklich. Das ganz einfach. Er baut ab, das Video. Schau, hinterlass einen Kommentar, ein Abo und ein Like für die Arbeit, die ich mir gemacht habe, denn das war echt anstrengend. Ah, doch, das hier, aber es ist eine Reaction, deswegen haben wir da nicht drauf reagiert gehabt. Ja, Digga, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Und er checkt es auch nicht, weißt du, das ist so. Das ist traurig. Das ist so dieser unangenehme Onkel auf Familienpartys, der die ganze Zeit dumme Scheiße labert, aber auch nicht, das auch nicht checkt. Ist ja für den Algorithmus ein Dislike genauso gut wie ein Daumen hoch? Ja, aber ich sag mal, der hat 1000 Klicks, ne? Also es ist egal, ob ich da jetzt dislike oder nicht.